Zu meinen großen Löwen sagen sie nichts. Ist da noch was? Lass mich mal durchsuchen. Ich finde mehr. Ja und? Das habe ich gefunden. Arschloch. Ja, fein. Du hast nicht so einen Schmusekater wie ich. Ich glaube ja. Wir laufen mal zum nächsten Abenteuer. Rauchzeichen von der anderen Seite. Okay. Was ist hier? Geistertotem. Der Ort ist nah. Schauen, wo wir hin müssen, wa? Aha. Aha. Oh, die können mich eigentlich noch nicht gesehen haben. Mal die Eule. Oh, ein Schwein hat es erwischt. Okay. Eigentlich wollte ich einen Udam haben, aber. Naja, ein Schwein und ein Udam, da ist doch nicht viel Unterschied. Huh?
bist du als Erster da oben. Arschloch. Ach, das ist der hier. So, wo ist der Pissemann? Ach, da. Alter Schiss. Obwohl, ein hübscher Leopard, den muss ich auch irgendwie noch bändigen. Oh, das hört sich wieder nach einem Bären an, das ist nicht so gut. Hier doch keinen Bären aufbinden lassen. Ja. Schade, dass man die Eule nicht öfters aktivieren kann. Ja, man kann sie öfters aktivieren, aber sie lädt sich immer wieder auf. Es dauert dann eine Weile, aber es wäre dann auch wahrscheinlich zu einfach, ne? Gucken, wo wir das Totem finden. Jetzt zeigt er das da in der anderen Richtung. Hat er vorhin nicht angezeigt, oder? Oh, was war das? Eine Schlange. Verdammtes Viech. So ein Miststück. Tushi.
Oh, Gott sei Dank ist nicht von langer Dauer die Vergiftung. Na bitte, es geht doch. Ja, fein gemacht. Du bist eine große Hilfe. Ja, toll. Ja, super. Dann mal zum nächsten Patienten, wa? Aha. Ein von 12 Geistertote. Ja, hier ist einiges noch zu finden. Schöne Natur. Oh, was haben wir hier für eine schöne Aussicht. Ja, ich habe hier noch ein weiteres Lagerfeuer erobert. Das war auch ziemlich einfach gewesen. Recht unspektakulär. Aber jetzt haben wir hier auf dieser Seite einen weiteren Wegpunkt. Ja, sehr schön. Da unten ist noch ein Venja-Ereignis, das nehmen wir natürlich mit. Oh. Ich glaube, hier runter ist nicht so gut, oder? Jedenfalls nicht springen. Oh, das macht er ja schon fast wie Bear Grylls. Gucken, ist da irgendwas? Ne, kann man auch nicht sehen. Ah, wie du immer mir folgen kannst, also das ist echt gut gemacht. Aufpassen nicht, dass hier Krokodile sind. Ja, komm mal her. Ich hab was für dich. Ja. Noch irgendwelche Venja? Oh, nur Tote. Ne, einer. Oh! Wird er vom Vogel angegriffen? Ja, Jauda, ich werde dir helfen, Jauda. Was? So. Jauda. Wo ist denn meine Bestie überhaupt? Ach da.
Und gab es einen Überlebenden oder wie war das? Egal. Jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen um. In der Nacht hatte ich auch noch ein paar Tapire gejagt. War gar nicht schlecht. Ich habe ja aber auch gesagt, dass ich das Let's Play im Laufe der Zeit dann auch so etappenweise mache. Also ich zeige jetzt nicht alles und nicht jeden kleinen Pipi-Lala-Fortschritt. Obwohl ich es selber interessant finde. Aber ich weiß nicht, wie das der Zuschauer denn sieht. Ob das denn noch interessant ist für euch. Oh, Mammut. Ich brauche hier eigentlich noch Fell, ne? Aber Mammuts jagen ist nicht einfach. Überhaupt nicht einfach. Also man muss da schon eine sehr, sehr gute Position finden, um dann nicht angegriffen zu werden. Oh, oh. Scheiße! Da habe ich ihn. Hat mich auch meine Bestie gekostet, wa? Da machen wir auch hier. Scheiße. Nee, nee. Ja, das schaffen wir schon. Gucken, da war noch mehr gewesen, ne? Ja, da hinten. Ja, man muss eine sehr gute Position haben. Zum Beispiel einen Stein, wie dieser hier. Oder was? Nee, das sind Venya. Die könnten mir eigentlich helfen. Ja, du sagst es. Und jetzt heißt es laufen. Ui, Scheiße. Das war's. Ja. Unbekümmert darf man keine Mammutjagd machen. Das ist nicht gut. Die immer mit ihren Jauda. Was heißt denn das? Ja.
Na, geht doch. Ja, ich kann noch ein paar Dorfbewohner gut gebrauchen. Zwei sogar. Sehr gut. Ha? Du wärst Hutmacher bei uns. Freche Schwein, ne? Sehr schön. Schauen wir mal. Nehmen wir uns gleich das nächste Lagerfeuer mal vor, würde ich sagen. Ja, genau. Zwei Stück scheinen das zu sein. Sehr gut gemacht. Naja, da sind noch ein paar mehr. Nee, diesmal bin ich mal ein bisschen vorsichtiger. Wäre vielleicht auch gar nicht schlecht gewesen, wenn ich die Nacht abgewartet hätte. Das war's schon wieder mit der Unauffälligkeit. So schnell weg hier. Ich bin einfach kein Ninja. Schon mal nicht schlecht.
Jetzt können das nicht mehr so viele sein. Was war das? Ach so. Das war's schon. Sehr gut. Ah, obwohl es einige Missionen gibt, da ist das wirklich besser, wenn man das unauffällig macht. Ne? Aber, aber so macht das auch Spaß. Ah, genau. Jetzt kommen die Venja. Ne? Das sind praktisch wie Außenposten nachher. Guarpati. Du sagst es. War hier noch irgendwas? Mammutschädel. Was? Schon wieder Udam? Tatsache. Ist ja nicht wahr. Die lauern ja in jeder Ecke. Okay. Das Dorf wird gleich angegriffen, ne? Immer was los. So. Guck mal. Ah, leider kein Fell. Okay. Du denn da? Ah, er heilt sich. Sehr gut. Ja, ich brauche unbedingt mehr Mammut. Sind denn überhaupt welche in der Nähe? Nee. Hast du das Gefühl, die tauchen so per Zufall auf irgendwie? Ist noch gar nicht eingezeichnet. Da ein Wollnashorn. Mas Brastar. Winja. Sushash. Karticha.